Also der Film Tian Shan, A Kirgis Key Adventure, ist relativ spontan entstanden eigentlich. Wir haben einen Plan gehabt, dass wir einfach wegfahren wollen. Ich habe ziemlich viel recherchiert, wo kann man jetzt natürlich Skifahren, wo gibt es Schnee, wo gibt es Berge. Und ein großer Faktor natürlich als Student war der Preis vom Flug. Wir haben durchsucht und nach Kirgisistan habe ich auch einen super billigen Flug gefunden. Dann haben wir uns gedacht, ja, hey, cool. Da gibt es Berge, da gibt es Schnee, da gibt es einen billigen Flug hin, da fahren wir hin, schauen wir uns das an. Wir sind dann im Ende März 2012 sind wir dann losgefahren, wo wir die ganze Saison schon hier gefahren sind und vorbereitet haben, uns gedacht haben, hey, wenn wir da fahren können, dann können wir dort auch fahren. Sind dort angekommen, haben Träger gehabt, sind in ein Tal eingegangen, sind einmal übernachtet, haben eine Auscheck-Runde gemacht. Und haben uns schon ganz viele Lines ausgesucht und sind am nächsten Tag in der Früh losgegangen und ungefähr nach die ersten 100 Meter am Schnee haben wir gesehen, da gibt es kein Skifahren für uns, da kann man nicht Skifahren, es geht nicht. Die Schneedecke war so dermaßen instabil, dass man zum einerseits, weil es so gefährlich war, nicht fahren hat können und andererseits, weil es die Schneedecke einfach nicht getragen hat, dass du immer wieder eingebrochen bist und einfach Kopf voraus irgendwo ins Gemüse geflogen bist wieder. Ja, also die Schneesituation ist so, wir haben es dann lustigerweise Jumanji genannt. Da gibt es ja den Film Jumanji, wo zum Schluss fällt alles in so ein Loch rein einfach. Und man geht, du bist der Mittelpunkt und dann fängt es auf einmal. Fällt es 20, 30 cm runter, die ganze Schneedecke, und man hört richtig so, wie es sich wie ein Puzzle, wie ein Kartenhaus irgendwie zusammenfällt, so hinausstreckt und 500 Meter weit einfach irgendwo einen Berg hinaufreißt. Und wo es das erste Mal da war, haben wir uns eigentlich überhaupt nicht rausgegangen. Wir sind da gestanden und haben gesagt, was war das jetzt? Das gibt es bei uns nicht. Ist das jetzt gefährlich? Ist das jetzt normal? Was soll man jetzt tun? Und nachdem wir es dann ein bisschen immer wieder gesehen haben, was dann passiert, bis es dann auch wirklich gerutscht ist, sind wir da gestanden und haben gesagt, ja, Scheiße, was sollen wir jetzt tun? Wir sind jetzt so weit gefahren, wir wollen da einen Film machen, wir wollen da Fotos machen, deswegen sind wir da. Und was tun wir jetzt eigentlich? Die anderen haben gesagt, dass sie von uns haben, weil das bringt sich nicht mehr. Wir wollen nicht mehr, ich will es daheim, da ist es sicher, da gehe ich Skifahren und ich haue jetzt ab von Kirgisistan. Und irgendwie haben wir uns dann wieder motiviert, dass wir es halt doch nochmal durchziehen. Aber das war der absolute Tiefpunkt, dass wir uns nicht mehr auskannt haben. Wir wollten es einfach abbrechen, weil es keinen Sinn mehr gemacht hat, dort Ski zu fahren. Ja, in so einer abgelegenen Region ist es natürlich ein sehr mulmiges Gefühl, natürlich. Du musst total vorsichtig sein, du kannst da nichts leisten. Das kannst du sowieso auch nicht hier eigentlich. Aber du musst wirklich auf Nummer sicher gehen, weil wenn da was passiert, du brichst deinen Fuß oder was, dann kommt die niemand holen. Du kannst einen Hubschrauber rufen, aber der wird wahrscheinlich 2 Wochen brauchen, bis er dich überhaupt holt. Und wenn du dann dort in ein Krankenhaus kommst, dann, man mag sich das gar nicht vorstellen. Das heißt, wir haben wirklich jeden Schritt zu viert abgesprochen immer. Was tun wir? Wenn da was passiert, dann ist es aus. Deswegen wirklich auf absolut 100% sicher gehen und nichts ausreizen, keine Heldendaten oder sonst was anreißen. Also wirklich piano, piano, piano. Also es gibt noch weitere, es gibt unendlich viele Ziele. Es ist jeder Berg, wo Schnee oben ist, wo man fahren kann, das ist ein Ziel. Die Asienregion hat es uns ziemlich angetan. Und wir werden auch in die Richtung wieder was machen. Was es genau sein wird, das liegt noch in den Sternen. Aber wir wollen auf jeden Fall in der Richtung weitergehen. Wir haben es versucht letztes Jahr in Alaska. Das war nicht unser Ding mit Hubschrauber, deswegen machen wir es jetzt wieder so, wie in Kirgisistan, mehr selber gehen, mehr selber organisieren und sowas. Gibt es einen Haufen Ziele auf jeden Fall noch. Also die Versorgung des Kameraequipments mit Strom ist natürlich eine spezielle Sache immer. Was man einerseits machen kann, ist natürlich einen Haufen Akkus mitnehmen, immer, die natürlich dort, wo es Zivilisation gibt, natürlich immer aufzuladen, und es gibt natürlich gute Lösungen mit Solarpanels und eigene zusätzliche Batterien dazu. Mit einem Konverter kann man dann noch relativ große Kameras damit laden,
ist natürlich wieder zusätzliches Gewicht und da muss man sich ziemlich spielen zwischen, ja, wie viel es jetzt wirklich bringt, wie viel es leistet und wie schwer es dann wirklich ist. Ganz zum Schluss haben wir gesagt, wir lassen den ganzen Strom unten, wir laden alle Akkus auf und tragen nur mehr das Nötigste rauf, weil es einfach zu schwer wird dann irgendwann. Also der Inhalt vom Film ist relativ spontan. Wir haben kein Drehbuch gehabt. Wir haben nicht gesagt, so und so und so muss das werden, weil es einfach dort nicht funktioniert hat. Wir sind hinkommen, wollten Skifahren, wollten lässig natürlich alles machen, es hat nicht funktioniert. Die Grundidee war eigentlich für ein anderes Filmprojekt, das den Kirgistan-Teil beinhaltet, zu filmen. Und das haben wir natürlich dann auch gemacht. Aber wir haben uns dann im Nachhinein gedacht, wir haben so viel Material, wir haben so viel andere Sachen von Skifahren, von Kultur, wie das Land, einfach das ein bisschen mehr zu zeigen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einen eigenen Film. Und dadurch ist es entstanden, es ist wirklich so der Film, wie, also chronologisch, wie auch inhaltlich, genauso wie es war. Vom ersten Auscheck bis zum Tiefpunkt, bis zum wieder neu regenerieren, wieder motivieren, bis hin zum Happy End.